Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier meldet sich der euer Bond 1104 zu einem neuen Unboxing von der Degusta Box April. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Die Box kaufe ich jeden Monat mir selber. Also kein Sponsoring. Wäre schön, aber dafür ist mein Kanal zu klein. Die kostet 14,99 inklusive Versand. Und die ist nicht gerade leicht. Hier mein Unboxing-Messer. Mal sehen. Wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich bin aber mal gespannt, was da drin ist. Wollen wir mal aufschlitzen. Messer hat erstmal sein Werk getan. Oh, dann bin ich mal gespannt. Was ich wieder mit DHL erlebt habe, wieder ein Fall für sich. Dann schicken die um 10 vor 10 abends am Dienstag die Mail. Ihr Paket kommt am Mittwoch zwischen 12 und 15 Uhr. Aha. Dann tun die noch nicht mal eine Karte rein. Ihr Paket ist beim Nachbarn XY. Schönen Dank, DHL. Na egal. So, das ist die Spoilerkarte, die kommen wir erstmal zur Seite. So, Kandidat Nummer 1. Schubba Schubs Sauer Infernals, also saure Lutscher. Saure Lutscher. Schubba Schubs. Kennt ja jeder. Lolli. Lemon Cola Apple Strawberry. Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich so sauer sind. Die Spur. Guter Start. Leas Salz und Vinegar. Neu. Nummer 1 in Großbritannien. Da muss ich mal gucken, was das heißt. Falls ich durch noch mal husten muss, ich bin, habe Halsschmerzen und bin leicht erkältet. Nervt echt. Näher ist die Nummer 1 Chipsmarke der Welt. Also Standardspruch. Essig und Öl. Oder Öl. Nee, Salz und Essig. Sieht wie Öl aus. Wer das weiß, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Oder fragt Dr. Google. Onkel Google. Dann haben wir hier als nächstes Hüls Vollkornknabberei. Bergkäse und Wiesenkräuter. Hört sich mal geil an. Mit Hüls auf die Hütte. Jetzt gewinnen. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Also ich probiere jetzt mal ein. So sehen die aus. Sieht gut aus. Natürliche Zutaten. Ah, haltbar. Dann haben wir hier als nächstes. Wie gut, dass ich mir gerade Milch mir geholt habe. Köln Müsli Mango Kurkuma. Köln, lecker. Leckeres Müsli. Kurkuma. Mit Hafer, Vollkorn, Flocken und weißer Schokolade.
Hört sich gut an. Junge, Junge. Große Packung. Nissin Peking Duck. Eine. Entschuldigung. Eine 5-Minuten-Terrine. Das hatten wir auch noch nicht. Das hatten wir noch nicht dran. Selbst bei den alten Unboxing, wo ich die von Silent Mal geguckt habe. Oder von Chris Themen. Das ist wirklich zum ersten Mal hier drin. Lecker, lecker, lecker. Wenn du einen kleinen Hunger hast, machst du in der 5-Minuten-Terrine. Warum nicht? Dann haben wir als nächstes. Ui, ein Weinchen. Solas Tempranillo Cabernet Sauvignon 2015. Spanien. Olé. 25 cl hat 13% Alkohol. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder wenig. Also für mich wäre das schon für die kleine Flasche 13%. Hat schon was. Hat schon einiges an Umdrehungen. Dann haben wir als nächstes hier Schönes. Ui, 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 ui. Da wird sich der Chris Themen wieder mal freuen. Nicht. Edusho Gala Filterkaffee. Kreation des Jahres. Intensität von 5 Bohnen. 3 Bohnen. Von 5. Junge. Also ich trinke sehr gerne Kaffee, besonders morgens. Aber wenn man so gegen 4:30 aufsteht, dann braucht man erstmal einen leckeren Kaffee. Und nun, als nächstes haben wir hier ein Nix. Coconut. Coconut. No Zucker. Feigt und Zucker. 100 Gramm haben 1695 kJ. Kilojoule. Also ein Energieriegel. Ein Energieriegel. Da sind die Lichter schon mal hier drin. Und die waren sehr lecker. Oh, dann wird sich das Teil Mike wieder freuen. Schöne Grüße. Einen Kiel. Nach Kiel. Rockies Mountain Marshmallow. Die kleinen sind sehr gut geeignet, wenn du mal so eine heiße Schokolade hast. Wie das hier abgebildet ist. Da kannst du die leckeren Marshmallow-Stücke reintun. Dann schmelzen die und dann ist es ganz fein. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Aber damit würde ich das mal gerne ausprobieren. Also, und euch Bescheid sagen, wie das geschmeckt hat. Also die Amerikaner lieben sowas. Dann haben wir hier eine Suppe. Paprika, Tomate, Petersilie. Von der Firma Eden. Bio. Kannst du kalt essen, direkt aus der Flasche oder warm? Also als Minestrone oder als eine ganz normale Suppe? Bio und vegan. Dann wird sie schon nicht billig sein. Wenn da Bio und vegan draufstehen, dann hat schon einen stolzen Preis. Dann haben wir hier Pfefferminz Drops. Limitierte Edition Peppermint. Da bin ich mal gespannt. Machen wir auf. Mache ich sowieso gleich auf. Deswegen einmal das Messer gezückt. Na, geht doch schon. Und immer vom Körper weg. Ganz wichtig. Sonst habt ihr ein Messer im Finger. Dann nehme ich erstmal eine. So sieht die aus.
Pfefferminz dran ist. Lecker, lecker. Ja. Und die Schleichkraft ist weg. Als nächstes haben wir hier Summer Spy Red Rhubarb. Ein alkoholisches Getränk. Hat 4,5% Umdrehungen. Lese ich gleich mal in der Spoilerkarte, was das ist. Mir sagt das jetzt gerade so nichts. Erst habe ich gedacht, das wäre so eine Art Apfelwein. So eine Cidre. Aber ich glaube, das ist was anderes. Dann haben wir hier, mein Gott, ist die heute voll, die Box. Wahnsinn. Nicht schlecht. Eine Waffel mit Karamell. Ja, die Karamell. Da wird sich der Zeit mal auch wieder freuen. Der liebt Karamell. Ich auch. Hier noch den Zwischenboden. Damit. So, und als gutes Letztes haben wir hier. Nehmen wir die. Ich gucke nochmal nach, bevor ich außerdem. Nein, das war's wirklich. Dann kommen wir hier runter. Als Letztes haben wir hier Pfanne Pur Tee. 0% Kalorien, Zucker, Süßstoff. Süßstoffe. Wenn schon, denn schon. Und eine Pfandflasche. Nein. Bio-Ingwer-Tee. Das sieht gut an. Ingwer ist sowieso was Feines. Erst recht mit einer Erkältung. Und Halsschmerzen. Da bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. Ich habe nämlich auch ein bisschen Durst. Las Trovie. Bio Ginger Tee. Ginger, nicht Ingwer. Oder? Ist das doch. Hey, das ist Ingwer. Da rede ich denn da von Quark. Na? Ich glaube, wenn es kalt ist, wird es, glaube ich, noch ein bisschen munden. So, das war der Inhalt. Jetzt gucken wir mal, was die Preisliste so sagt. Dann haben wir auf der einen Seite erstmal ein paar Deko-Tipps. Die Gustavbox feiert Geburtstag. Schon seit 5 Jahren überraschen wir euch jeden Monat mit den spannendsten und neuesten Produkten. Wir freuen uns ganz besonders, dass du diesen Monat dabei bist und verlosen zu unserem Jubiläum tolle Preise. Um teilzunehmen, musst du Folgendes tun. Zeige uns, wie du unseren Geburtstag feierst. Lade das Bild deiner Degusta-Feier mit dir und deiner Degusta-Box auf Instagram mit Hashtag DegustaWert5 und @degustabox_unten.de hoch. Und unter allen Antworten verlosen wir 15 Degusta-Boxen. Viel Glück! Wow, 5 Jahre gibt es die schon. Donnerwetter. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt kommen wir mal zu der Preisliste. Das ist Hallo Frühling, ist das Thema. Diese Cracker-Hütis kosten 1,99 Euro. Also 2 Euro, ich runde auf. Wenn es klappt, bringe ich nicht mit. Also 2 Euro diese Cracker. Dann haben wir Kompass, das waren Pfefferminz. 1,30 Euro. Also sind das dann 3,30 Euro. Wie gesagt, die kostet 15 Euro. Die Marshmallows Minis kosten 1,50 Euro. Sind 4,80 Euro. Dann haben wir dieses erfrischende andere Getränk, diese aus Dänemark, glaube ich. Erfrischend anders. Summer Spy ist ein fruchtiges, frisches
Zieder. Doch, ein Dochzieher. Echt? Habe ich nie erkannt. Das heißt, sie steht auch drauf. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Danke, Benny. Danke, dass du mitgeholfen hast. Kein Problem. Das Pfanner kostet 1 Euro, ist aber günstig. Also, das muss man sagen. Günstig. Also, 2, 3, 30, 4, 80, 5, 80, 6 Euro 10, 7 Euro 10. Dann haben wir die Schupper Schups. 1,40 sind 8,50 Euro. Der Kaffee. 100 Gramm sind da drin. 500 Gramm kosten 5,29 €. Also ein Fünftel. Quasi 1 Euro. Guten Euro. Mal rechnen. Ach, ich habe die Summe wieder vergessen. Den nächsten nehme ich mir einen Taschenrechner daneben. Die Leas, Salz und Vinaigre, der Food-Klassiker aus Großbritannien, die ungewöhnliche Würze, Salz, Essig. Ach, doch Essig. Note gibt es, diese Chips den typischen britischen Geschmack und garantiert einen fantastischen Geschmackserlebnis für dich und deine Freunde. Also, ich habe das schon oft gehört, dass die so eine Kombination haben mit Chips und alles Mögliche. Aber hätte ich gedacht, na, ob das schmeckt, da bin ich mal gespannt. Ich werde euch berichten darüber bei der nächsten Unboxing. Dann haben wir hier den leckeren Wein. Von das 1772 gegründete Familienunternehmen Osborne. Wie viele Liter sind hier drin? 25 cl, das sind dann also 1,79 € oder 4,99 €. 1,79 €. Die kleine. Und die eine größere, also die normale Weinflaschengröße, kostet 5 Euro. Ist in Ordnung für eine Flasche Wein. Zum Probieren auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Suppe, da hätte es in 4 Schoten gegeben. Ja. Also, da muss ich sagen, das kann man sagen, ist in Ordnung für den Preis. 2,50 €. Hätte ich mir gerechnet, ganz ehrlich. Köln-Müsli, 3 Euro, Standardpreis. Dieses Fertig, diese 5-Minuten-Terrine, 1,60 €. Na, Frau Katze, was machst du da? Machst du wieder Blödsinn? Dieses Nix kostet 1,50 €, also für so einen kleinen Riegel ist das nicht gerade billig. Und den Keks mit den Karamell, den 2 Stück, 1,49 €, kommt aus Holland. Aus den Niederlanden. Ja, meine Freunde, das war's. Das war wieder eine volle Box. Viele Sachen, die man so und ich kennt, wie die Leers, Salz und Essig. Oder hier so ein Riegel, den man sich nie holen würde für den Preis. Deswegen gibt es ja solche Boxen. Finde ich genial. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Einen kleinen netten Kommentar. Ein Abo, das kostet euch nichts. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nie wieder eine Benachrichtigung, wann ein neues Video online ist. Und ich möchte noch eins dazu sagen: Mittlerweile sind wir bei 11 Abonnenten. Ich würde mich mal freuen, ich würde mich freuen, besser gesagt, wenn jeder Abonnent mal einen kleinen Kommentar schreiben würde, dass ich mal sehe, wer ihr so seid. Weil manchmal kriege ich nämlich keine Benachrichtigung. Ich habe mich letztens echt gewundert, einer dazugekommen? Ich habe mal keine Benachrichtigung bekommen. Deswegen möchte ich gerne mal wissen, wer ihr so mich so abonniert habt. Ist freiwillig.
Also, nur interesseshalber. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns erst in den nächsten Unboxing wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis dann, euer Bon sagt. Bye.